Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Part von Let's Play Tomodachi Life. Ich wollte sagen, Pikmin 4, dammit. Wir hatten uns im letzten Part, deswegen im letzten Mal aus dem Feldkämmerrahmen raus, die muss am besten was überlegen, dass dem nicht mehr so ist. So, wir hatten uns im letzten Part ja die schöne Ballade vom guten Spongy angeschaut. Sehr, sehr wild, aber leider war der letzte Part ein bisschen kurz. I'm sorry. So, hier ist einiges los. Die Mies haben einige Probleme. Hier gibt es aber auch einige Ereignisse. Beispiel hier am Brunnen gibt es Spenden und das machen wir jetzt einfach mal, weil jetzt haben wir gerade die Gelegenheit. Ich glaube, das ging um eine bestimmte Uhrzeit. Offensichtlich irgendwas war da. Weil wir letzten Mal immer mal wieder keine Spenden sammeln konnten, aber jetzt konnten das wieder und dann machen wir es auch. Spenden sind wichtig, es gibt Geld. Damit können wir unserem Bewohner was Neues kaufen und wissen. Haben wir durchaus einige und Spoiler. Bald wird es auch wieder neue Bewohner geben, die dazu kommen. Alle paar Wochen immer mal wieder wird es ja wild werden. Da wird es immer größer und größer bei uns. Und dann musst du auch die heiraten und so weiter. Und dann geht die Echse dann eigentlich erst so richtig los. Und jetzt wissen es dann erst einige Leute, die herkommen und Geld spenden. In Tomodachi Life, was ich sehr cool finde. Boah. Der ist ein bisschen. Aber er ist sehr wild. Ich bin gespannt, vor allem, wie viel wir jetzt bekommen haben. Bestimmt einiges an Geld. Jawohl, 181. Boah, das ist ein viel. So muss das. So, was haben wir da noch an wilden Ereignissen? Hier zum Beispiel haben wir Tomodachi Quest. Das haben wir noch letztes Mal gezeigt. Hier ist ein Mii von uns drin. Das machen wir gleich auch mal rein. Und da ist mal wieder eine Grillparty. Das haben wir erstmal, würde ich sagen, ins Café. Weil da ein Mii von uns zählt. Sag mal, was da abgehen. Aha. Da ist also Pikmin mit, ich glaube es ist Cookie, ich hab, nee, Spongy ist das, jetzt kann man es sehen. Wir unterhalten es also im Café und wir tun dir starkerlei, keep beobachten bei dem, was sie tun. Das ist sehr schön. Gut, dann wollen wir die auch nicht mal weiter stellen im Café, würde ich sagen, alles war ja ein bisschen blöde. Und wir schauen uns einfach mal an, was unsere Bewohner denn für Probleme haben. Denn viel Zeit da heute soll ich gar nicht mal sein. Fangen wir an mit Sophie. Die hat eine Regenwolke auf dem Kopf. Uff, 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 was geht denn hier ab? Irgendwie sieht die ein bisschen deprimiert aus, sagen wir doch mal. Mein Bauch fühlt sich nicht besonders gut an. Mein Bauch fühlt sich nicht gut an. Ah, das ist nicht gut. Dann müssen wir die, Damit kann man, sag mal, mit dem Spray kann man einfach Kinder so erwachsen machen, okay. Aber das wollen wir mal nicht. Badeset, dann kann man so. Ich weiß halt nicht, was das helfen soll. Hustensaft. Magenmittel ist das entscheidende. Aber es ist dann eins, aber das gibt es immer. Danach geht es dem Magen hoffentlich besser. Was immer das Böse war, es ist weg. Mittel hat geholfen, sehr gut. Es geht mir schon viel besser. Das ist super, wir werden ein neuer Arzt hier. Achso, und hier mal ein neues Level erreicht, was auch hier natürlich heißt, man braucht erstmal ein Lied. Haben wir dann noch nichts? Da machen wir jetzt. Komm, Metal, das ist doch mal eine sehr interessante Richtung. Also hier ist Sophie mit Metal nicht. So. Also, das geht das jetzt auch gleich voll auf los. Ihr seht es nicht, gibt es in jedem Part mindestens einen neuen Song. Haben wir es denn mal an? Ich bin gespannt. Flammen des Feuers. Es leicht ist. Grüne Ersatzreptil. Was sind das für Wörter zum Teil? Ah, sagst du das immer wieder, Chris. Also wir studieren wie immer als erstmal einen Text. Außen, dann probieren wir das selbst. Das kann man dann hier oben machen. Ach, da kann man die Kleidung umändern. Also, Drachen, also Flammen des Feuers heißt das gute Lied. Drachenschrei, Maid in Not, wach auf, was bedroht die Welt. Slice this,
Suppenfeind, Bosskampf bei meiner Seele. Kopfnuss, Dropkick, aus Suppen mach Suppen, Isbödensieg, Hühner, Ersatzreptil. Als ob Hühner, als ob das ein wirkliches Wort ist. Theoretisch könnte man das Ganze auch bearbeiten, umschreiben und bla. Machen wir aber nicht, das machen wir irgendwann anders. Wir machen noch eine Zeile. Der gesagt wird, ist nämlich eine ganz wichtige Nachricht, die immer am Ende von einem jeden Lied. Gesagt werden muss. Und jetzt singen wir's. Und ich sing natürlich mit. Flammen des Feuers von Sophie. Ah, stopp. Wir wollten ja. Ich muss das mal ganz kurz stoppen. Sieht man, was passiert, wenn ich auf Aufhören klicke. Es tut mir leid. Aber wir wollten das dann im Vollbild machen. Ich erinnere mich, da war ja was. Ich wollte gerne mal kurz abonniert noch dran. Perfekt. Ich muss nur noch mal schauen, wo hatte ich das jetzt als Fullscreen? Warte mal, Leute. Man munkelt, aber man weiß es nicht mehr. Hier war es, ne? So. Transformieren. Bild zum Strecken. So, let's go. Hier hören wir es jetzt so richtig. Flammen des Feuers von Sophie. Drahtschrei Maid in Not. Was wach, auf was bedroht die Welt? Hilfe. Schleicht es, Suppenfeind. Bosskampf bei meiner Seele. Kopfnuss, Dropkick. Aus Suppen mach Suppen. Ich spür den Sieg. Sieg, der Ersatzreptil. Abonniert. Abonniert, Gamer Cool. Ich hab's nicht gehört mehr, ne? Das ist ein harter Link, der mir so muss. Abonniert, Gamer Cool. Es ist so ein Hardwild. Es ist ein Hardwild. Das ist fucked. So, aber ich kann noch weniger singen wie davor irgendwie. Ich glaube, das wird für Lied zu Lied irgendwie schlimmer. Aber es ist ein Eindruck, der ist nicht gut. So, gehen wir mal zurück und das Ganze speisen wir mal jetzt. Ja, ja, ich und meine Gesangskünste. Kritische Geschichte, sagst du es, wie es ist. Sagst du es wirklich, wie es ist. So. Darf ich jemand spielen? Da gibt es aber irgendwie Soft, die streiten es. Zumindest sah es so aus. Also, was ist los? Ich habe mich mit Uwe gestritten. Das hat fast so ausgesehen, dass du mit Uwe gestritten hast. Der vertragt das doch. Wer ist damit? Okay. Also, beruhigen. Erst eine Pizza, das beruhigt. Das fand ich nicht lecker. Hast du das beruhigt? Zweite Pizza hilft immer zum Beruhigen. Nein. Ich habe mich mit Uwe gestritten. Ich bin so wütend. Ich glaube, du bist immer noch sauer, ne? Hilf mir lieber erstmal. Okay, die Pizza hat nicht geholfen. Okay, du brauchst Kleidung. Ich verstehe. Dann kaufen wir dir einfach was. Die hören zu mir. Achtung. Heilige Scheiße. Gibt's da halt nur Müll, oder was? Na komm, der Hut wird's jetzt. Da sehe ich mich jetzt hin. Vielen Dank. Bei dem Hut sehe ich mich jetzt hin. Ach, die hat's schon einen gehabt? Genau dieses Modell habe ich doch schon. Ah, scheiße. Hat es mich wieder zurückgegeben, hoffentlich, oder? Boah, das war ja. Brr.
Hat die mir es wieder zurückgegeben? Tatsache. Mach mal deine Art, dein Cargo-Route hier. Ah, das hat gar nichts auf dem Schirm, dass die Insel hatte, ey, so ein Scheiß. Fail! Die hatten halt auch noch auf, aber der 8. Mal die Umständen hat nicht direkt drauf, ne? So, aber es gefällt dir ziemlich gut, der hier. So, so kann's funzen. Gut, und jetzt schauen wir mal, ob die Vertragung klappt. Ich bin gespannt. Eieiei. Ja, guter Dinge. Ich wollte mich noch entschuldigen wegen neulich. Wegen neulich? Das war einfach 5 Minuten. Ach, eigentlich muss ich mich da entschuldigen. Siehste, da haben wir mal wieder erfolgreich einen Streit geschlichtet. So sieht's aus. Also alle erstmal was Neues kaufen. Das müssen wir ja auch von zu Hause merken. Wenn ich mich streite so, ich brauche erstmal irgendwas Wildes Neues. Okay. Wir haben uns vertragen. Irgendwas Wildes Neues, bevor es hier irgendwie Dankeschön. Was mich hier irgendwie wieder, weil ich Frieden schließe, muss mir erstmal was kaufen. Haarfärbespray. Vielleicht will es ja mir bald die Haare färben, wäre sehr witzig. Das war's für den Part, liebe Leute. Die anderen Probleme sind, tun wir im nächsten Part klären. Verstehe. Bis dann, sag ich danke fürs Zusehen. Macht's gut. Und ciao.